Die Tulpenmanie aus Holland ist einer der bekanntesten Börsenhypes der Geschichte und auch ein sehr gutes Lehrstück für das, was in der menschlichen Psyche abläuft und was heutzutage immer noch passiert und aus dem man sehr viel lernen kann. Und dementsprechend schauen wir uns heute mal die Tulpenmanie in der Vergangenheit, aber auch heutige Äquivalente im Video etwas genauer an. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir machen heute mal eine kleine Geschichtsstunde über die Tulpenmanie, eine der großen Börsenhysterien der Vergangenheit und eben auch ein Lehrstück, was sich bis heute durchaus durchzieht und aus dem man nach wie vor sehr viel lernen kann. Und dementsprechend wollen wir uns da mal die Tulpenmanie der Vergangenheit und heutige ähnliche, ja, Übertreibungen mal anschauen und was das mit unserer Psyche als Menschen zu tun hat und was man daraus lernen kann. Die Tulpenmanie an sich, die lief im 17. Jahrhundert ab, von 1634 bis 1637. In 1637 hat sie auch wirklich ihren Höhepunkt erreicht und wie viele Hypes und Hysterien hat sich das so langsam aufgebaut, bis sich das wirklich nach oben hin explodiert hat und bis es seinen absoluten Höhepunkt erreicht hat. Damals war es dann tatsächlich so, dass wirklich sehr, sehr viel gerade in der Oberschicht gehandelt worden ist mit Tulpen. Tulpen waren sozusagen ja damals wie so eine Art Luxusgut, etwas, was sich nur die Oberschicht leisten konnte. Etwas, wo die Preise sich immer weiter gesteigert hat, weil man einfach gemerkt hat, man kann immer mehr dafür verlangen. Und tatsächlich wurden dann auch immer mehr Tulpen angebaut. Das ist wirklich so ein richtiger Hype gekommen. Und wie so oft, wenn Angebot und Nachfrage irgendwie im Ungleichgewicht sind, irgendwann gleicht sich das dann wieder aus und dementsprechend gleichen sich irgendwann auch die Preise wieder aus. Und wenn man mal so ein bisschen diesen historischen Ablauf anschaut, dann war es tatsächlich hier so, im November 1634, also am Anfang des 17. Jahrhunderts, da war es ja so, dass Holland tatsächlich auch durchaus eine große Weltmacht war. Sie war eine der großen Seefahrnationen, hatte Kolonien und dadurch auch einiges an Reichtümern herbeigeschafft. Und mit Reichtum kommen natürlich auch die ein oder anderen Luxusgegenstände, die man sich wünscht und die man sich einfach auch holen möchte und mit denen man zeigen möchte, dass es einem gut geht und dass es einem vielleicht besser geht als dem Nachbarn. Und damals waren das interessanterweise wirklich Tulpen und Tulpenzwiebeln, besonders schöne Tulpen. Überhaupt sich Tulpen leisten zu können, war damals eben eines der großen Themen. Und tatsächlich ist ja Holland auch bis heute bekannt für ihre Tulpen. Und das Ganze hat sich dann eben weiter gesteigert. Im Jahr 1636 war es dann auch so, dieser Hype ging dann schon über ein Jahr, beziehungsweise diese Begeisterung, muss man sagen. Und dann gab es hier auch nochmal so einen richtigen Schub beim Preis der Tulpen, was auch damit zusammenhing, dass man angefangen hat, auch damals schon Optionsscheine aufzulegen. Das heißt, Derivate auf das eigentliche Produkt, damit eben auch Leute sich das leisten können, in kleineren Einheiten sozusagen dran zu partizipieren, an der Kursentwicklung zu partizipieren, was man nicht konnte, wenn man direkt sich vielleicht eingekauft hat an Tulpen. Man ist nicht rangekommen, dann hat man eben sozusagen ein Derivat darauf gekauft, mit kleinerem Geld an dieser Entwicklung zu partizipieren. Das hat natürlich dann einen Schub, auch eine Begeisterung in der größeren Masse hervorgerufen. Wie so oft gab es da natürlich dann schon mal einen ersten Einbruch. Und dann im November 1636, da war das dann so, dass diese Euphorie einfach so stark geworden ist, dass man das Gefühl hatte, es kann gar nicht mehr aufhören. Diese Preise müssen ewig steigern. Und wer da so schon so ein paar Parallelen zu ein paar Hysterien der letzten Jahre heraushört, der wird sich, der wird sich nicht wundern, denn die menschliche Psyche wiederholt sich einfach, dass es eben auch Derivate auf einzelne Produkte gibt, dass man das Gefühl hat, es kann gar nicht mehr aufhören, es kann nur nach oben gehen. Und im Februar 1637, da war dann wirklich der Höhepunkt erreicht. Da waren die Preise so hoch, dass selbst die Oberschicht sie sich nicht mehr leisten konnte oder nicht mehr leisten wollte. Die Nachfrage ging einfach immer weiter zurück. Und dann ist das Ganze tatsächlich in sich zusammengebrochen, bis im September 1637, also sozusagen 3 Jahre später, diese ganze Hysterie wieder vorbei war und die Preise tatsächlich wieder auf dem vorherigen Niveau waren und nie wieder diese Höhen erreicht haben. Wer mal ein bisschen mehr über diese ganze Tulpenmanie und den Tulpenwahnsinn lernen und verstehen will, es gibt hier ein sehr, sehr gutes Buch von Mike Dash. Tulpen waren die verrückteste Spekulation der Geschichte. Und da wird wirklich ein bisschen, ja, auch ja, in Romanform sozusagen auf diese ganze Geschichte des Tulpenwahnsinns eingegangen. Sehr interessant, auf jeden Fall kann man sich durchlesen, bringt einem sehr viel bei über
die menschliche Psyche, über die Geschichte, aber eben auch über die Dinge, die heute uns auch immer wieder passieren. Denn das ist ja nicht der einzige Wahn, der dann passiert ist oder der einzige Hype, der passiert ist. Wenn man mal schaut, gab es das ja immer wieder. Hier in dieser Übersicht hat man mal das so ein bisschen gegenübergestellt. Einmal die Tulpenmanie, die hier in Blau dargestellt ist. Dann der Bitcoin in Rot. Das ist nicht mehr ganz aktuell. Mittlerweile waren wir dann doch durchaus ein bisschen tiefer. Durchaus noch stärkere Steigungen, aber immer solche Spitzen um ähnliche Zeitverläufe rum. Es gab auch eine Mississippi-Spekulation im 18. Jahrhundert, eine Südseeblase, auch da nicht ganz so starker Hype, aber durchaus eben auch passiert. Oder auch die Dotcom-Blase, die stattgefunden hat, teilweise eben in anderen Dimensionen, aber es waren durchaus immer wieder solche ähnlichen Verhaltensmuster, indem man sozusagen auf etwas aufsetzen wollte, wo man das Gefühl hatte, das kann nur noch nach oben gehen, das kann sich nur noch nach oben steigern und irgendwann platzt dann mal die Blase, weil man dann gemerkt hat, okay, die Preise sind einfach irrational und das passt nicht mehr. Und dann wird sich das Ganze im Prinzip ein bisschen ausgleichen. Das Ganze hat auch nicht nur Dinge mit der Börse oder mit Aktien oder mit der Wirtschaft zu tun, beziehungsweise schon mit der Wirtschaft, aber nicht unbedingt direkt mit einzelnen Produkten, sondern wir sehen das auch heute noch. Hier ist mal eine Darstellung von Freightos Baltic Index. Das ist ein globaler Container-Fracht-Index. Das heißt, er zeigt im Prinzip, wie die Frachtraten für Container, für Seefrachtcontainer sind. Und was wir hier sehen, sind auch wieder so ähnliche Hypes und Verläufe. Wir hatten hier in dieser Phase von Corona Anfang Januar 2020, also bevor Corona losging, bevor es diese ganzen Verwerfungen gab mit den Lieferketten und diese ganzen Sondereffekte im Sinne davon, dass man sich auf einmal sein Homeoffice und sein Heim schöner gestaltet hat, diese ganzen Disruptionen der sonstigen Lieferketten, ein Anstieg hier auch bei den Frachtraten von 830%, auch etwas, was natürlich gerade die Spediteure und vor allen Dingen natürlich auch die Reedereien wie Hapag Lloyd oder Maersk natürlich extrem nach oben getrieben hat. 830% ging das nach oben und von der Spitze, die dann relativ schnell im Juli 2021 kam, bis heute sind wir wieder schon um 81% gefallen, sind schon fast wieder auf den vorherigen Niveaus, die es davor auch gab. Also wir sehen, das gibt es eigentlich überall und dieser Verlauf, dieses langsame Ansteigen, dann dieser kurze Hype, dann hat es hier kurz angehalten und dann ging es wieder nochmal richtig nach oben, bevor dann der Zusammenbruch kam. Diese Verhaltensmuster, die sind immer wieder die gleichen, unabhängig davon, um welches Produkt es geht oder um welche Dinge es geht. Und ich habe da über diese Verhaltensmuster schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich ebenfalls gerne hier oben. Und da geht es eben um diese Psychologie der Börsenmarktzyklen. Hier ein bisschen mehr bezogen auf den Aktienmarkt, der langfristig nach oben steigt, weil einfach die Wirtschaftsleistung langfristig nach oben geht. Vom Grunde her kann man das aber auf jedes Produkt und auf jedes Thema genauso anwenden. Und das sind solche Konzepte, die ich eben in meinem Training mit meinen Teilnehmern eben auch immer wieder erkläre, wo man eben dann auch solche Dinge mal herunterladen kann für sich. Und das fängt ja immer an mit so einem gewissen Zweifel, bevor dann die Hoffnung kommt und dann der Optimismus. Und irgendwann am Hochpunkt der Euphorie, wo jeder denkt, ich kann nur noch reich werden und ich bin ein Genie, weil ich zum richtigen Zeitpunkt aufgesattelt bin. Genau dann fängt es eben an zu fallen. Dann sagt man noch, naja, ich bin gleichgültig, das ist jetzt nur einfach eine Beruhigung innerhalb der Rallye, das geht einfach unendlich so weiter. Dann kriegt man beim weiteren Abfall auf einmal Angst, weil man merkt, naja, wie lange geht das denn eigentlich noch? Das kann doch eigentlich gar nicht mehr so weitergehen. Dann kommt eine Verdrängung, weil man sagt, naja, nee, das ist jetzt einfach irrational, dass das so fällt, das muss weiter nach oben gehen. Und dann irgendwann, wenn es fast wieder auf dem Ausgangsniveau ist oder wenn man sogar im Minus auf einmal ist, was man vorher gar nicht erwartet hat, weil man viel zu spät aufgestiegen ist auf diesen Hype, dann kommt die Panik, ja, dann wird verkauft. Irgendwann kommt noch die Wut, meistens auf irgendwelche anderen, warum dann irgendwelche Regierungsvertreter oder die Politik da nicht eingegriffen hat, das sind dann immer die anderen schuld. Und dann, wenn auf einmal dann dieser Boden kommt und wenn dann die professionellen Anleger wieder anfangen zu kaufen, dann misstrauen die meisten Marktteilnehmer dem Anstieg noch. Das ist auch etwas, was wir jetzt gerade an der Börse sehen, beziehungsweise was wir dieses Jahr beziehungsweise 2022 im Wechsel Anfang 2023 an der Börse gesehen haben, wo gerade Anfang 2023 ja auch dieser große Misstrauen war, dass es das noch nicht gewesen sein kann mit einer Rezession. Und ja, dabei sind dann die Märkte einfach gestiegen und die professionellen Anleger sind einfach eingestiegen. Und diese Börsenmarktzyklen, das ist eben das, was man häufig sieht. Man hat das gesehen auch nach Corona, starker Anstieg. Die meisten sind dann das erste Mal an die Börse gekommen, hatten extrem Hype bis ungefähr Ende 2021. Da war so eine enorme Euphorie, Fear of Missing Out, ich könnte ja was verpassen, wenn ich jetzt nicht kaufe. Und dann Punkt 2022, Anfang 2022, ging es dann bergab. Da ist die Euphorie in sich zusammengesackt. Und dann hier Ende 2022, da waren dann viele, ja, haben aufgegeben, haben gesagt, ach, ich lasse es wieder, ich habe keinen Nerv mehr dafür. Das ist auch das, was ich recht häufig gehört habe, auch teilweise unter Kommentaren hier, ach, das ist doch alles nichts. Ja, und da war ein großes Misstrauen, dass es eben wieder sich erholt und dass es wieder einen Aufschwung gab. Und ja, dann hat sich natürlich weiter fortgesetzt und du wirst ja sehen, wie die Kurse sich dann weiterentwickeln.
entwickeln. Was man hierbei aber ein bisschen wissen muss bei diesen ganzen Zyklen, ist, dass das nicht einfach zu pauschalisieren ist und dass dieses Muster hier kann man nicht einfach auf alles anwenden. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Rohstoffen und es gibt einen Unterschied zwischen Unternehmen. Nehmen wir mal Rohstoffe, wie jetzt hier zum Beispiel Light Crude Oil, also amerikanisches Rohöl. Diese Rohstoffe schwanken einfach immer. Sie fallen nicht auf Null, sie können aber auch nicht unendlich steigen, weil es einfach im Prinzip hier ein Thema zwischen Angebot und Nachfrage gibt. Wird die Nachfrage zu groß, dann steigt natürlich der Preis. Dann, wenn der Preis gestiegen ist, wird aber auch mehr produziert, weil es sich eben einfach für die Hersteller mehr lohnt, zu produzieren. Dadurch, dass aber der Preis gestiegen ist, ändert sich die Nachfrage. Ganz klassisch eben in der Inflation oder eben bei hohen Preisen, man ändert sein Konsumverhalten. Man konsumiert weniger, man konsumiert andere Dinge, man sucht nach Alternativen. Gleichzeitig haben aber auch die Hersteller dann eben darauf reagiert und haben eben das Angebot erhöht. Und dann fangen die Preise eben wieder an abzukippen und nach unten zu kommen. Das heißt, bei Rohstoffen ist es ganz normal, dass die im Prinzip in so Wellenformen langfristig eher zur Seite laufen. Das heißt, sie gehen hoch, dann gibt es eben einen Überhang an Angebot irgendwann. Dann fangen die wieder an zu fallen, bis dann die Nachfrage wieder so groß wird, weil es günstig ist, dass es wieder nach oben geht und so weiter und so fort. Und das sind so typische Zyklen, die mal stärker, mal weniger stark passieren. Natürlich kann es auch hier langfristige Steigerungsformen geben, alleine durch die Inflation, aber eben natürlich auch durch die ein oder andere Entwicklung. Aber vom Grunde her sind Rohstoffe hier ganz anders und tendieren eher zur Seite in gewissen Schwankungsbreiten. Demgegenüber ist es bei Aktien so, wie jetzt hier zum Beispiel dem S&P 500, dass die langfristig nach oben tendieren, weil einfach die Wirtschaftskraft zunimmt. Die Bevölkerung wächst, die Wirtschaft wird stärker, die Wirtschaft entwickelt sich in Summe weiter und dementsprechend entwickeln sich auch die Aktien und die Unternehmen weiter und positiv. Und dementsprechend hat man hier langfristig zwar eine Aufwärtsbewegung. In dieser langfristigen Aufwärtsbewegung kann es aber durchaus diese Muster geben, so wie wir sie gerade auch gesehen haben. Und das muss man unterscheiden können und muss auch unterscheiden können, dass wenn jetzt zum Beispiel gerade eine wirtschaftlich gute Phase ist und dann Kupfer vielleicht gerade steigt, dass natürlich das auch ein gewisser Zeitraum ist, nur in dem das steigt, weil irgendwann dann das Angebot so groß wird und die Nachfrage durch den hohen Preis so zurückgegangen ist, dass das wieder in sich zusammenfällt. Deswegen auch Rohstoffaktien nicht zu behandeln sind wie normale Aktien, sondern tatsächlich eher wie Rohstoffe zu behandeln sind und dann nicht unbedingt als langfristige Investition taugen. Ich habe hier mal ein Video drüber gemacht über zyklische versus unzyklische Firmen, verlinke ich mal da oben, gerne anschauen. Da ist dieses ganze Konzept dahinter erklärt. Extrem wichtig zu verstehen, was ist eine langfristige Investition, was tendiert eigentlich eher zur Seite unter gewissen Schwankungen. Aber eben genauso wichtig zu verstehen, diese Börsenpsychologien, diese Hypes, die immer wieder passieren. Und diese Hypes erleben wir ja immer wieder. Das kann dann eben sein über Wasserstoff, es kann über Cannabis sein, es kann über Impfstoffaktien sein oder über das Thema Elektromobilität oder zuletzt eben unter anderem auch künstliche Intelligenz. Das sind dann Hypes, teilweise nennen die Firmen sich dann um, gerade auch zu dem ganzen Bitcoin- und Blockchain-Hype, den es dazwischen mal gegeben hat. Da war es ja auch so, dass viele Firmen sich einfach auch umbenannt haben. Square zum Beispiel hat sich umbenannt in Block, um der Blockchain näher zu sein. Interessanterweise ging genau dann der Aktienkurs runter. Also es wird auch viel getan, um sozusagen hier auf gewisse Hypes aufzusatteln. Und meistens ist es so, wenn dann überall drüber geredet wird, sind wir schon am Ende des Hypes. Und wenn, dann muss man wirklich den Anfang von solchen Hypes suchen, da einsteigen, aber sich bewusst drüber sein, dass es irgendwann einen Peak gibt, an dem man besser aussteigt und die beste Phase dann wahrscheinlich mitgenommen hat. Und das ist ein Unterschied zu Unternehmen, die eher langfristig dann in ihrer Wachstumsphase sind, die einfach diese Hypes überlebt haben, in die man dann langfristig investieren kann. Aber das wäre was für ein eigenes Video, beziehungsweise ist auch Teil meines Trainings. Insofern, wenn dich das Ganze interessiert und du auch besser verstehen willst, wie die Zusammenhänge der Börse sind und welche Aktien für dich dann auch die richtigen sind, damit du langfristig erfolgreich an der Börse investierst, melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schaut mein Team, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir natürlich schon weitergeholfen. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dahin, viel Erfolg an der Börse. Ciao.